Wie ich, Hilde Domain, die Augen öffnete, die verweinten, in jenem Hause am Rande der Welt, wo der Pfeffer wächst und der Zucker und die Mangobäume, aber die Rose nur schwer und Apfelweizenbirken gar nicht, ich verwaist und vertrieben, da stand ich auf und ging heim in das Wort. Als ich in dies Land zurückkam, um hier zu leben, da schrieben mir die ersten Leser meiner Gedichte, sie haben es nicht nötig, diesen Nachteil auf sich zu nehmen. Halten Sie geheim, dass Sie Jüdin sind. Ihre Gedichte spiegeln das Schicksal jedes Heimatvertriebenen wider. Man wird Sie für einen Ostflüchtling halten. Ich sehe euch, dich und den, Menschen wie ihr, ihr unter ihnen, Menschen wie wir unter ihnen, und sehen mit großen Augen die Köpfe der Zeitungen an, den Rot und den Schwarz gedruckt nass und in dem Buch der Deutsch. Dies ist ein Land, in dem die Toten sich fürchten.